Also, da wären wir beim dritten Teil, nämlich bei dem Teil Punkte. Es gibt irgendwie extrem viele Punkte, die in alle möglichen Richtungen zeigen können, an allen möglichen Positionen stehen können. Und manche davon sind irgendwie zusammengehörig und andere sind nicht so zusammengehörig und wie auch immer. Ich stelle euch einfach mal die grundlegendsten Punkte vor. Da ist die Kreide. Also so ganz kurz und bündig kann man sich erstmal merken, mit den Punkten ist es so, es gibt welche, die ein bisschen von oben nach unten verlaufen, es gibt welche, die schräg verlaufen, genauso wie diese schräg verlaufenden Striche sind die dann auch halt so ein bisschen zur Seite ausgerichtet. Ich habe mal einen von den senkrecht laufenden zuerst genommen. In der handschriftlichen Variante, wenn man es dann später selber mit einem Stift schreibt oder auch in kalligraphischen Versionen, ist es dann so, dass die meistens auch nicht so ganz direkt senkrecht angesetzt sind, sondern auch ein bisschen schräg sind. Als Beispiel dafür habe ich das an genommen. An bedeutet friedlich. Und ich habe das hier auch ein bisschen auseinandergenommen. Als erstes wird dieser obere Punkt gesetzt, dann wird der seitliche Punkt gesetzt und dann als drittes wird dieses Dach bestehend aus dem waagerechten und dem senkrechten, beziehungsweise aus dem waagerechten mit dem Haken dran gesetzt. Und darunter dann das Schriftzeichen für Frau. Also Punkt oben, Punkt Seite, das Dach waagerecht und Haken, von oben rechts nach unten links abfallender Strich, von oben links nach unten rechts abfallender Strich, die sind zusammenhängend. Dann der von oben rechts nach unten links abfallende Strich, der kreuzt. Und zum Schluss der waagerechte. Und schon haben wir unser Schriftzeichen an und haben damit die ersten zwei Punkte gelernt. So, dann gibt es noch Punkte, die immer zusammen oder in Kombination vorkommen. Das sind die beiden sozusagen aufeinander zufallenden. Die werden auch in der Regel zuerst geschrieben, weil die auch in der Regel an oberster Stelle im Zeichen stehen. Hier beim Zeichen für Feuer ist das nicht der Fall, beim Zeichen für Mitte auch nicht unbedingt, aber trotzdem sind das die beiden, die zuerst geschrieben werden. Also wenn die in einem relativ oberen Zeichenbestandteil sind, dann bilden die die erste Position. Die Schreibrichtung bleibt aber, wie wir es gelernt haben, von links nach rechts und der Rest dann regulär. Das Zeichen Chor für Feuer. Als nächstes, nach demselben Prinzip, mit denselben Punkten auch, das Zeichen Ban für halb oder Hälfte. Von links nach rechts und dann der Rest. Erst die waagerechten und dann der durchstoßende senkrechte. Dafür gibt es ganz viele andere Beispiele. Das kommt wirklich extrem häufig vor. Hier haben wir nochmal Tien, vorne oder vorderer oder sowas. Und halt noch 10.000 andere Sachen. So, dann haben wir auch Punkte, die in der Reihe auftauchen. Hier beim Zeichen U, es gibt nicht oder es existiert nicht. Da ist die Strichreihenfolge dann wie gewohnt. Ich habe das hier auch schon mal auseinandergenommen und dann Stück für Stück aufgebaut. Also zuerst der seitlich abfallende, dann waagerecht, dann nochmal waagerecht. Der obere waagerechte bildet ja den Rand. Der zweite wird durchstoßen. Gleich viermal von senkrechten Strichen. Und unten haben wir noch einen waagerechten, der das Ganze abschließt. Der wird als letztes geschrieben, weil er nicht durchstoßen wird. Und dann haben wir vier Punkte. Einer fällt in die linke Richtung und die anderen drei fallen nach rechts. Und die werden gewohnt von links nach rechts geschrieben. Als nächstes haben wir dann den Fall. Da habe ich vier Beispiele für ausgewählt, weil wir die Punkte da auch an unterschiedlichen Stellen haben. Das ist nämlich der Fall, dass Punkte, wenn sie einzeln stehen, diese paarweisen Punkte gehören ja irgendwie zusammen. Diese vier Punkte in einem Zeichen gehören auch immer irgendwie zusammen. Aber ansonsten gibt es halt auch noch einzelne Punkte. Hier ist es auch wirklich einer dann jeweils an der Stelle und an der Stelle.
Und diese einzelnen Punkte können nicht irgendwie alleine in den Raum gesetzt werden. Bei den Paarweisen geht das, die gehören ja zusammen, also zack, zack, hat man zwei Punkte, die bilden eine Einheit, okay. Aber Punkte, die alle in eine Richtung zeigen, gehören komischerweise nicht zusammen. Oder Punkte, die auseinanderfallen, so wie beim Schriftzeichen Schau, klein, gehören auch nicht zusammen. Und die können dann entsprechend nicht als erstes geschrieben werden. Da muss man erst den Hauptbestandteil schreiben, der meistens das Zentrum oder die Mitte bildet, und dann die Punkte drumherum gruppieren. Hier haben wir das Schriftzeichen für Regen, das lernt man meistens auch relativ früh. Jü liest man das. Und da wird auch der zentrale und tragende Bestandteil des Zeichens zuerst geschrieben. Waagerecht, senkrecht, waagerecht, senkrecht, Kombination mit Haken. Hier der senkrecht durchstoßende. Das ist die Basiskonstruktion, die tragende Konstruktion. Und dann erst werden die vier Punkte hineingesetzt, als allerletztes. Von oben nach unten und von links nach rechts. So. Als zweites, hier das Schriftzeichen, was ich hier schon vorgelesen habe. Schau bedeutet wenig. Man kann es auch im vierten Ton lesen. Schau. Dann bedeutet es jung. Also jung in Bezug auf Personen. Shao Nian ist zum Beispiel ein Junge oder ein Knabe und Shao Nü ist ein junges Mädchen. Okay, ich habe das hier auch schon auseinandergenommen. Da kommt zuerst der senkrechte Strich, der einen Haken hat, als tragender Zentralbestandteil und da drumherum werden die beiden Punkte gruppiert. Und gemäß der Regel erst oben, dann unten, das ist auch, wenn unterschiedliche Zeichenbestandteile kombiniert werden, haben wir hier zuerst mal den oberen Zeichenbestandteil geschrieben und dann kommt der untere dazu. Als nächstes haben wir das Schriftzeichen Xi. Xi bedeutet etwas bedauern oder traurig um etwas sein. Und da haben wir auf der linken Seite einen Zeichenbestandteil, der für das Herz, der sieht an sich ein bisschen anders aus als radikal an der Seite steht, ist er aber so. Und ich habe das hier auch schon mal auseinandergenommen, vorsichtshalber. Also es ist auch so, dass man zuerst diesen zentralen, tragenden, senkrechten Strich setzt, dann 1, 2, die Punkte da drum gruppiert. Und dann schreibt man auf der rechten Seite gemäß unserer Regeln von links nach rechts und von oben nach unten. Also erstmal waagerechter Strich, der zweimal durchstoßen wird. Und der Bestandteil wird dann unten abgeschlossen. Oberer Teil und dann folgend der untere Teil. Eine Sonne steht ja auf so einem Ko, wo noch ein Strich drin ist. Entsprechend erstmal links, oben, rechts. Dann das Innere reinsetzen und dann unten abschließen. Genau, da haben wir auch gesehen, zuerst schreiben wir den senkrechten Bestandteil und dann gruppieren wir erst die Punkte drumherum. Beim Schriftzeichen für den Hund, Zuan, ist es genauso. Wir schreiben zuerst waagerecht, schräg, schräg und setzen als letztes den Punkt. Der kann nicht alleine zuerst irgendwie da rumstehen. Und wenn man den Punkt an eine andere Stelle setzt, haben wir ein anderes Schriftzeichen, das Schriftzeichen Tai. Das ist zu irgendwas, also es wird vor Adjektive gesetzt. Zum Beispiel, haben wir jetzt hier ein Adjektiv? Nein, haben wir natürlich nicht. Tai Da, zu groß, oder Tai Pang, zu fett, oder Tai Ben, zu blöd, oder sowas. Na, das Schriftzeichen Tai schreiben wir auch zuerst das und setzen zum Schluss den Strich da rein. Ja, und das wären erstmal so ein paar Regeln zu den Punkten, die wir so haben. Also Punkte, die irgendwie oben alleine stehen, um das Zeichen zu beginnen, werden auch erstmal alleine gesetzt.
paarweise Punkte, die relativ oben oder links und rechts um ein Zeichen rum sind. Das sind die aufeinander zufallenden. Die werden zuerst geschrieben und dann erst das, was dazugehört. Bei Punktkombinationen gilt die Reihenfolge von links nach rechts ganz regulär. Und bei nicht zusammenhängenden Strichen, also die alle in eine Richtung fallen oder die auseinanderfallen, ist es so, dass zuerst der tragende, zentrale Bestandteil geschrieben wird und dann erst die Striche eingesetzt werden. Ebenso bei einzelnen Punkten. Da wird auch zuerst das Zeichen geschrieben und zum Schluss der Punkt hingesetzt. Egal an welcher Stelle der Punkt steht. Es gibt noch ein anderes Schriftzeichen. Nehmen wir mal den Tempel. Waagerecht, senkrecht, da haben wir unsere Kreuzung, wird abgeschlossen durch Erde, durch einen Strich, dann sieht es aus wie Erde, Tu. Und dann wird noch das hier drunter gesetzt. Ohne die Erde ist das Zun, also ein Zoll, eine Daumenbreite. Waagerecht, der senkrechte, der ist Kreuz mit einem Haken und als letztes wird dieser Punkt reingesetzt. Na, hier steht es halt unten links, da steht es unten, da steht es oben rechts. Wie gesagt, der Punkt wird dann halt als allerletztes gesetzt, wenn der tragende Bestandteil ausgeschrieben ist. Gut, so viel erstmal dazu und dann machen wir im nächsten Video besondere Striche, also Striche, die irgendwie Kurven machen oder die gebogen sind oder ähnliches. Alles klar.